Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kind Blocker und der Blocker kann, wenn er mit seinem Schwert blockt, bekommt er keinen Schaden von Pfeilen und schleudert sie somit auch zurück. Außerdem besteht dadurch dann die Chance zu 50%, dass er geheilt wird, und er startet mit einem Goldschwert und einer weißen Lederkappe. Wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gemerkt habt, ist das nachkommentiert. Das bedeutet, ihr seht jetzt das Gameplay und ich kommentiere die Folge nach. Ich hoffe, euch gefällt auch mal so eine Ender Kids Folge. Das hatten wir bisher noch nie, war immer alles live erspielt. Und das, Leute, war auch live erspielt. Ich habe hier mit dem, da war ein Abonnent von mir auch in der Runde, der Pick Game Thunder, und es war halt so, dass er, wir haben da auch, also ich habe aufgenommen und dann schreibe ich so zu ihm, ja komm, lass uns noch eine Runde SG spielen, und dann wollte ich eigentlich schneiden gehen, aber irgendwie komischerweise, keine Ahnung, mein Ton war dann weg. Jetzt habe ich heute schon für morgen Link aufgenommen, wollte das Video hochladen, denkt mir so, wo ist der Ton? Ja gut, jetzt muss ich es nachkommentieren. Hier waren übrigens solche komischen schwarzen Streifen, wenn ich mich immer so in eine bestimmte Perspektive gestellt habe. Ich werde mich nachher auch dann nochmal so direkt reinstellen, damit ihr mal seht, beziehungsweise sehen könnt, was sich das hier denn bringt. Hier ist der Pick Game Thunder. Liebe Grüße an dich nochmal. Du warst echt chillig drauf. Und das wie eine, so eine Barriere, dachte ich. Ja, vielleicht ist das neu oder irgendwie sowas. Aber man konnte durchgehen. Das habe ich hier getestet. Ganz komisch. Das war aber auch nur in der Runde bei mir so. Sonst war das nie. Und ja, die Runde war eigentlich echt cool. Man sieht ein paar Mal, wie ich mit meinen, wie ich mit meinem Schwert hier blocke. Aber auf jeden Fall ist es auch mal gut, so eine kleine Informationsfolge, was geht gerade so ab und so weiter, wenn das kommt. Und ja, ich hoffe, ihr akzeptiert auch so Ender Kids. Ich meine, es war ja live erspielt, nur das Problem war eben, dass ich, ja, dass der Ton verloren gegangen ist. Und dafür konnte ich übrigens nichts, Leute, dafür konnte ich nichts. So, dann haben wir den schön gestohlen hier, beziehungsweise der eine hat ihn ja nicht angehittet. Haben wir ihn schon bekommen. Dann rüsten wir uns hier aus und ein bisschen das im Inventar sortieren. Ja, das ist schon nicht schlecht, die Runde gewesen. Die war echt gut. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt eine komplett neue aufnehme, mache ich doch einfach mal so eine Runde. Das ist mal auch ein bisschen Abwechslung hier. Und dann kann ich mich auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was ich sage. Dann sage ich nicht immer nur und irgendwie solche Sachen, sondern auch mal ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Ja, Leute, ihr merkt wahrscheinlich in letzter Zeit, ja, es kommen keine 2 Videos pro Tag. Ich muss sagen, es liegt nicht daran, dass ich jetzt nicht unbedingt Zeit habe. Obwohl, man kann es definieren, wie man möchte. Und zwar ist es ja so, ich bin WoW-Spieler, wie ihr wisst. Und es ist so, am 13. November kommt die neue Erweiterung dafür raus. Die heißt Warlords of Draenor. Und am 15., das ist also morgen, ihr seht das Video ja wahrscheinlich heute, kommt ein Pre-Patch raus. Das ist der Vorbereitungs-, ich sag mal so, das Vorbereitungs-Update für Warlords of Draenor. Und da gibt es schon wieder ganz, ganz viele neue Inhalte. Und ab 15. sind ganz, ganz viele Sachen nicht mehr erreichbar, die man jetzt noch schnell erreichen muss. Und da bin ich eben dran, die Sachen zu erarbeiten. Und ja, das tut mir dann ein bisschen leid. So, der war irgendwie komischerweise richtig schnell down. Dachte ich mir, ja, der war sicherlich schon angehittet, weil, ja, keine Ahnung, der war irgendwie total schnell tot. Und da habe ich mich selbst vergiftet. Dann dachte ich mir nur so, okay, ich bin richtig ein Noob. Hier habe ich zum Beispiel geblockt und das könnt ihr hier sehen. Aber er hat mich da nicht mal getroffen. Also von dem her hätte es auch keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall war ich dann zum Teil in dieser Höhle da irgendwie gefangen. Ich hatte keine Enderperlen, ich konnte nicht raus. Da dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Oh, Kacke. Und wenn da jetzt ein Spieler kommt. Aber gut, mit dem Bogen hätte er mich nicht spammen können, denn ich habe mein Kit Blocker, das da wirklich ganz gut hilft. Und jetzt nochmal zum Thema zurück. Ich habe eben derzeit ein bisschen viel zu tun. Wir haben da auch eine Gilde und so weiter, die heißt Glut der Erneuerung. Da sind auch Simon, Katie und die ganzen Leute drin, Zombie,
GLP und die ganzen Leute, die eben sonst noch so World of Warcraft spielen. Zander übrigens auch. Ich glaube, der spielt sogar noch. Ich glaube, er hat sogar gestern gestreamt, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ihr könnt uns ja mal besuchen. Ich heiße da Bumsdoggy, hallo. Und ja, da bin ich halt so ein bisschen am Werken. Aber sonst versuche ich jetzt, das wird echt eine Herausforderung werden, aber ich versuche wirklich, jeden Tag 3 Videos zu machen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich derzeit so viele Projekte habe. Und zum Beispiel Sims macht mir mega viel Spaß, aber das hatte ich jetzt nie Zeit aufzunehmen. Beziehungsweise ich hatte jetzt nie Zeit, 3 Videos am Tag zu machen, weil ich eben auch noch so viel mit anderen Sachen beschäftigt war. Und jetzt ist es ja so, jetzt kommt die ganze Woche lang Ender Kids, die 5 Tage. Und danach kommt wieder ein normales PvP-Video, Survival Games, Ender Games. Und nach, ja, das ist eben, es kommt entweder jeden Tag ein PvP-Video oder wenn eben Ender Kids gerade ist, jeden Tag Ender Kids. Und dann kommt ja zusätzlich auch noch jeden Tag eine Folge Delta, die jetzt auch nie kam, weil jetzt PvP eben im Vordergrund gestanden ist. Und dann kommt ja jetzt auch noch hinzu da, das Sims Let's Play. Und ich bin jemand, ich mag nicht einmal in der Woche ein Let's Play machen, weil ich komme dann total raus. Wenn ich jeden Tag eine Aufnahme mache, bin ich immer aktuell dabei und so. Aber sonst gefällt mir das irgendwie nicht so. Da dachte ich, er ist unsichtbar, deswegen habe ich da in die Luft geschlagen. Und ja, und deswegen bin ich echt am Überlegen, 3 Videos, ich weiß, es sind einfach ultra viele, aber ich versuche halt einfach, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das klappt schon irgendwie. Ich hoffe es zumindest. Wahrscheinlich dann ab Ende dieser Woche, nächster Woche, werden jeden Tag 3 Videos kommen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass euch das auch so gefällt, wie ich das zumindest geplant hatte. Und ich hoffe auch, dass es so funktioniert. Ja, also 3 Videos am Tag ist schon echt hart. Vor allem, weil, ja, ich habe doch früher, glaube ich, auch schon mal 3 Videos am Tag gemacht. Nur, ja, 3 Videos eben. Und Delta möchte ich halt auch jeden Tag bringen, weil, ja, das ist halt so ein Gruppenprojekt. Wo übrigens jetzt auch 2 Leute draußen sind, das sind einmal, glaube ich, der Schnorrus und der René aka Redcraft. Das war nämlich sehr nice von ihm, muss man sagen. Er hat sich leider nicht mehr gemeldet. Er hat, glaube ich, weiß nicht, ob er schon ein Video überhaupt online hatte. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich mir denke, wenn man bei sowas mitmacht, sollte man schon auch das durchziehen. Ich habe nichts gegen ihn, ich mag ihn. Er ist ein netter Kerl, aber das ist halt so ein bisschen, wenn man sich auf die Leute halt im Projekt nicht verlassen kann, dann ist es halt so ein bisschen schade. Aber die ganzen Informationen bekommt ihr dann in der nächsten Folge Delta. Die werde ich dann wahrscheinlich sowieso mit jemand anderem aufnehmen. Wahrscheinlich mit, ich weiß noch gar nicht, alleine oder mit Alpencrafter. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall sind das jetzt, glaube ich, eh schon die letzten 2. Soweit ich mich erinnere. Aber ich hatte das Video doch schon exportiert. Denke ich mir so, wo ist das hingekommen? Das hatte ich schon exportiert. Dann dachte ich mir, ja, ich habe schon hochgeladen, aber hochgeladen wurde noch nichts. Ja, das ist ein Mysterium. Ja. Also von dem her, ja, keine Ahnung. Ja. Dann würde ich sagen, kann ich eigentlich schon mal fast mein Fazit zu dem Kit geben. Ich finde, das Kit ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Einfach nur aus dem Grund, da es ganz, 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 ganz viele Leute gibt, die in Ender Games mit dem Bogen spielen und der kommt ganz, ganz häufig zum Einsatz. Und da muss ich sagen, ist das Kit wirklich eines der stärksten, weil man bekommt einfach wirklich keinen Schaden. Und wenn man dazu auch noch geheilt wird einfach, wenn man gebowspammt wird oder so, wow, also das ist echt super und vor allem der Bowspammer kann sich auch quasi im Prinzip meistens dann nur selbst töten, weil er einfach, weil er einfach den Pfeil ja wieder zurückbekommt. Da wäre übrigens der Name Captain America ein bisschen geiler, weil irgendwie das mit dem Schild, das passt irgendwie, wenn die Pfeile dann so zurückprallen, ja, Captain America, das wäre viel geiler gewesen als Plocker. Plocker finde ich so ein bisschen komisch.
auf jeden Fall, Leute, wisst ihr jetzt Bescheid. Das war jetzt eine etwas andere Runde, eine etwas informativere Runde. Ender Kids. Morgen geht's dann ganz normal weiter mit dem Kid Link und übermorgen mit dem Kid Rucksack und übermorgen mit dem Kid Sonic. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Haut rein, schreibt mir einen Kommi, wenn ihr Bock habt, macht's gut und ciao!